Kids Band sind da. Herzlich willkommen. Kommt auf die Bühne alle. Kids Band reingebracht bei Franz und hier haben wir auch super Schlagzeuger bei der Blue Wule Kids Band, habt ihr super gemacht, vielen Dank. Schlagzeuger und E-Bass, hi Jesse, alle da drüben, super habt ihr das gemacht, danke Percussion, danke Franz. Wir haben auch ganz viel Blech dabei, wir haben Trompeten, ja, wir haben Tenorhörner. Ja, die sind so eine Mischung zwischen Horn und Tuba, genau. Wir haben auch Posaunen, aber nicht nur goldene Posaunen, schaut. Wir haben blaue Plastikposaunen, die heißen P-Bones. Und da ist es ganz gut, wenn jemand dagegen kracht, weil da passiert nichts, oder? Sind die schwer? Na, geht. Super, Posaunen. Was haben wir noch? Wir haben noch, ihr seht aus nach Blech, aber eigentlich seid ihr Holzblasinstrumente, die Saxophone. Jawohl, juhu. Und Clarinos sind diese kleinen Flöten und dann echte Flöten. Oh, so viele! Wunderbar, wunderbar. Und wie gesagt, hier ein paar E-Bässe hier in der Ecke. Hi, schön, dass ihr da seid. Die Blue Wule Band, die sind ganz besonders, was Besonderes für mich. Ich bin die, wie sagt man das nochmal, Schirmherrin. Aber ich sage lieber Patentante von dieser Band. Und die machen super tolle Arbeit unter der Leitung von Susanne Siedel. Ihr probt, wie oft probt ihr, Philipp? Jeden Tag? Jeden Tag, macht es Spaß? Ja. Ja? Und was, du spielst Clarino, willst du was anderes spielen später? Nö. Nö, bleibst bei Clarino, super. Hallo Vicky. Und die Blue Wule Kids Band, die haben auch ein bisschen Pech gehabt in diesem Jahr. Deswegen wollte ich unbedingt, dass die hierher kommen und mit uns feiern, weil alles ist wieder gut geworden. Antonia, erzähl mir, was passiert ist. Unsere Instrumente wurden geklaut. Die Instrumente wurden geklaut. Wann denn? In den Osterferien. Schrecklich. Die kamen alle zur Probe, stimmt's? Und da waren die Instrumente weg. Ja. Ja, ganz schrecklich. Aber jedes Kind hat hier ein Instrument. Wie ist das passiert? Dank der vielen Spenden. Spenden, fantastisch. Also viele Spende sind heute da. Vielen Dank. Und die Blue Wule Kids sind mit Leidenschaft dabei. Und die haben ein schönes Stück mitgebracht, was zu Weihnachten passt, was zu dritten Advent passt. Und wollen wir das jetzt spielen? Ja, okay, here we go. One, two. One, two, three, four. Come.
Super! Ich bin so irrsinnig stolz auf euch, wisst ihr das? Sag mal, wie heißt das Stück nochmal? Der Weihnachtsmann, der kommt in unsere Stadt. Ja, aber der kommt nicht in die Philharmonie. Alle haben erzählt, er war gerade da. Und die haben mir erzählt, er hat mir diesen schrecklichen Baum gebracht hier vorne. Aber ich habe es einfach nicht geglaubt. Habt ihr einen Weihnachtsmann hinter der Bühne gesehen? Nein? Ja, ihr habt eins gesehen. Ah ja, macht doch nicht so einen Quatsch. Nein. Wir haben geprobt, ihr sollt ganz ruhig bleiben und nichts zeigen. Das ist nicht da, ihr kann. Hier? So einen schönen Baum. Habt ihr das gemacht, Blechbläser? Wer hat das gemacht? Der Weihnachtsmann. Ihr macht immer so ein Ding mit eurem Weihnachtsmann, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, okay. Wenn ihr meint, okay. Aber ich bin einfach froh, dass ein schöner Baum da steht. Also, das wollen wir feiern, oder? Wir haben noch ein Stück. Wir wollen unseren schönen Weihnachtsbaum feiern. Oh, Tannenbaum haben wir, aber wir brauchen jemanden zu singen. Wer soll singen? Die Blechbläser. Finde ich auch. Jungs, ihr seid dran. Nee, nicht spielen, singen. Nicht singen. Blue Kids, seid ihr soweit? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you.
Das kennt ihr sicher, oder? Was war das? Was war das, das Stück? Kennt ihr? Hänsel und Gretel. Ja, so ein schönes Stück. Eine meiner Lieblingsweihnachtsstücke. Aber die Zeit geht so schnell vorbei bei unserem Weihnachtsfamilienkonzert. Wir sind eigentlich schon bei unserem letzten Stück. Und wer war schon mal hier bei einem Weihnachtsfamilienkonzert? Oh, ganz viele. Ja, super. Dann wisst ihr, dass es oft Schneeflocken gibt. Und diese Schneeflocken, die kommen und tanzen, aber es schneit überhaupt nicht in Berlin, es war so warm heute früh. Und dann habe ich gedacht, wollen wir die Blue Wooly Kids fragen, ob die vielleicht unsere Schneeflocken sein können. Zwar blaue Schneeflocken, aber Schneeflocken, weil wir brauchen Tänzer zu unserem nächsten Stück. Was meint ihr, soll ich die fragen? Ja, oder? So, Kids, kommt doch mal runter. Was meint ihr? Meint ihr, ihr könnt Schneeflocken sein und für uns tanzen? Ja? Super, dann wollen wir das probieren. Fantastisch, seid ihr alle jetzt auf der Bühne? Ja, man kann auch blaue Schneeflocken haben, mal zum Abwechseln. Ja, jetzt. Berliner Philharmoniker. So, tolles Stück, oder?
Das ist ein Stück extra für uns gemacht worden von Joshua Davis. Oh, Tannenbrass ist das, ein schönes Samba. Und eigentlich sind wir am Ende von unserem Programm, aber ich muss ein paar Leute bedanken erstmal. Die wunderbare Blue Wule Kids Band, dass sie gekommen sind und zum ersten Mal in der Philharmonie aufgetreten sind. Die Blechbläser der Berliner Philharmoniker und Franz Schindelbeck. Danke, Jungs. Danke. Und die Blue Wule Kids können schon gut tanzen, aber die brauchen ein bisschen Hilfe von Volker Eisenach und Monika List. Die haben Wunder gewirkt, ganz, ganz tolle Choreografen. Vielen Dank, Monika, Moni und Volker, wo seid ihr? Bravo. Bravo. Und last but not at all least, Schulmusik hat schon schwer heutzutage in den Schulen und wir brauchen alle mehr Lehrer wie Frau Susanne Siedel mit ihrer Leidenschaft für diese Kids und was sie macht und was eine Begeisterung, was sie schaffen kann für Musik. Wir brauchen einfach mehr davon. Bravo Susanne, wo bist du? Komm raus. Bravo. Bravo. So, meine Kollegen haben sich schon vorbereitet. Wollt ihr eine Zugabe? Ja, das ist gut, weil wir wollen eine spielen. Aber wir wollen das mit euch zusammen machen. Kids, geht ihr mal raus. Wir wollen genau den Tanz nochmal machen. Die Blue Wule Kids kommen raus in dem Saal und jeder von euch wird ein Blue Kid sehen können. Also at home, all the people watching on the digital concert hall, up out of your seats, out of your sofas, out of your beds, wherever you're watching from, stand up and get dancing. Und das Publikum bitte aufstehen. Ja. Komm, das macht Spaß. Kann jeder eine Blue Wule Kid sehen? Ja? Damon, du hast dich schick gemacht. Deine Frisur. Damon hat zu mir gesagt, ja, der vorne steht, muss auch schick sein. Ist richtig so. So, Julia, bist du auch soweit? Gut. Dann. Von uns aus ein very Merry Christmas, frohe Weihnachten, Happy New Year. Bitte besuchen Sie uns wieder sehr bald in die Philharmonie. Merry Christmas und jetzt geht's los. Let the Saal rock. O Tannenbrass. Thank you.
schön, frohe Weihnachten!